So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Demon Type 37, also 37 Challenge Cup. Und wir sind heute dabei. Legen wir los in Havanna. Drei Runden, 3,25 Kilometer lang, diese Strecke. Wir wollen natürlich auch hier wieder triumphieren. Also dann, Kristen, was meinst du als Co-Moderatorin dieser packenden Grid World Series und Expertin für alles, was Motorsport betrifft? Womit sollten wir hier rechnen? Wie bei allen Straßenkursen gefällt mir hier vor allem dieser gewaltige Sound. Der muss... So, ja, es geht los. Zwei Rennen sehen wir uns heute an. Ach, verschwinde doch von mir. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, es wird angegriffen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich durchkomme, weil da einer da vorbeikommen will. Aufpassen, weil da hat der Kollege gut Kontakt. So, der wird sich jetzt. Der wird sich jetzt ein bisschen verabschiedet kommen, der Kollege hinter uns. Weil der natürlich jetzt von zweimal im selben Auto überrollt wurde. Warum der nicht überholen würde. Und jetzt versuche ich den natürlich, dass er da vielleicht auch mein Kollege den Sprung da ganz nach vorne. Vor der Runde. Gute erste Runde. Mach weiter Druck. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Naja, das war eigentlich mehr oder weniger ein leichter, freundschaftlicher Rennplan. So, solange ihr euch zwei da vorne müsst kriegen. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, angreifen bestätigt. Geschafft, und dann haben wir die Doppelführung. Aufpassen jetzt hier, die Strecken sind ja eng, die Strecken führen. Gerade ziemlich geschöpfert mit dann, ne? Aber das ist egal, das ist reicht. Wir kommen uns jetzt ein bisschen. Verstanden, angreifen. Ich gebe es weiter. Wir kommen jetzt ein bisschen weg vom Feld. Okay, es wird angegriffen. Und nach der dritten Runde knallt man diesen Reifenstapel. Der will auch immer wissen, der ist in die Zähne angepisst, wo er macht. Unser anderer Wagen hatte eine Kollision.
komm, hol ihn dir. Ah, das reicht nicht. Das reicht nicht. Scheiße, der hat nämlich die gleiche Kollision mit der Wand irgendwo. Dass es für ihn nur zum dritten Platz reichte. Also wir waren, diesmal sind wir unschuldig gewesen. Zumindest haben wir schon mal gewonnen. So, und schauen wir mal, wie das zweite Rennen gleich wird. Wir starten jetzt in Indianapolis und zwar im Oval. Ne? Auch nicht schlecht. Die Kollege auf vierten von wir stehen bestimmt wieder auf Preis. Geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch ein 13, 14 oder so. Sehr richtig. 15 sogar. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Also Doppelsieg wäre natürlich super. Okay, Angreifen bestätigt. Ich halte mich natürlich jetzt mal aus allem raus, was hier passiert ist. Jetzt ziehen wir die Außenlinie durch. Der wehrt sich der Junge, ne? Klar, der will das Recht dafür. Aber keine Chance, einfach nur in die Position zu gehen, ne? Ihn mal abzugreifen. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Jetzt habe ich ihn. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Hol dir noch einen, hol dir zumindest noch einen Auto. Okay, das wird angegriffen. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Begonnen hat, geht heute geändert ist. Und es ist, reicht immer nur für Platz 3 für ihn. Ja, das ist gut.
So. Ja, Platz 1 und 2. Wir haben es also geschafft, tatsächlich mit dem Doppelsieg hier rauszugehen am Ende. Gut, und dann sind wir durch, liebe Leute. Wir sehen uns dann morgen 14 Uhr wieder. Dann geht's weiter mit der Time Attack Hero, Mitsubishi Lancer Evolution. Naja, wir sehen uns dann. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Tschüss.